euch meine zwei Neuzugänge vorstellen. Ich habe mir zwei Vajandotten geholt. Ja? Ich habe die im Internet gesehen. Naja, und wie das so immer so ist, ich wollte sie unbedingt haben. Ja? Also machten wir uns auf den Weg nach Varennes-Saint-Germain. Es ist nicht weit von hier gewesen, ungefähr 50 Kilometer. Wir kamen zurück, da war es leider schon stockdunkel. Ja, das war so eine richtige Nacht- und Nebelaktion. Ja, musste einfach sein. Ja, ich musste die haben. Ne? Ja, diese Rasse, die Vajandotten, das ist eine Zwerghuhnrasse, die aus Amerika kommt. Der Farbschlag ist schwarz-weiß gesäumt. Das ist der Urfarbschlag auch. Oder silbern-schwarz gesäumt, sagt man ja. Es gibt mittlerweile ja auch schon viele andere Farbschläge. Ja, und ich finde die total toll. Ja? Mir gefielen die unheimlich gut. Ich musste die jetzt unbedingt haben. Mit fünf kleinen Küken fing ich an, ja, 2019 im Mai. So, und mittlerweile, wo bin ich jetzt? Ich habe auf der einen Seite fünf Hennen. Und auf der anderen Seite vier Hennen. Habe zwei Hähne. Ein Hahn. Das ist eine Kreuzung zwischen Paduaner und Holländer. Ja, mittlerweile der Max. Der ist auch schon 5 Monate alt. So geht das. Ich finde die total süß. Ja. Ich kann den ganzen Tag Hühner beobachten. Ja, und die Nachbarskatze, die war ja auch schon da. Die hat uns schon besucht. Ne? Da war ein riesiges Gegacker von meinen Hühnern, wie immer. Eigentlich kommt öfters hier schon mal eine Katze von den Nachbarn vorbei. Aber irgendwie machen die erstmal einen riesen Aufstand. Ja, und die anderen beiden, die kannten eigentlich auch schon Katzen. Da liefen auch einige Katzen umher bei dem, wo wir sie geholt haben. Naja, und nächsten Tag kam direkt die Leckerlis in Einsatz. Ja, da gab es erstmal Quark. Ne? Erst, das kannten sie jetzt noch nicht. Ne? Also das merkt man sofort. Ne? Also erstmal wurde das Ganze ganz vorsichtig beäugt. Naja, und dann der Mutigste, der pickt dann eben los. Ne? Ja, nächsten Tag habe ich dann als erstes schon mal einen kleinen Zaun gesetzt ringsherum um das blaue Türchen, weil sie sollten sich jetzt erstmal kennenlernen. Ist immer besser. Ich selber wollte ja erstmal sehen, sind sie topfit, sind sie gesund, ja, oder fehlt ihnen was. Ne? Ich meine, die können sich ja auch schnell untereinander anstecken. Ja, aber die sind wirklich, also die sind einwandfrei. Ich bin sehr zufrieden. Finde ich schon ganz interessant, ne, bei den Kleinen. Ne? Sieht man ja direkt, wer hier die dominantere Person ist, ne, und wer dann doch eher zurückhaltender ist. Ne? Bei mir haben sie jetzt direkt schon wieder Namen gekriegt. Ist immer wichtig. Die kleine hellere, das ist die Lissy. Und die dunklere, das ist die Julia. Und die Julia ist die dominantere. Die haben gestern zum Beispiel ein Staubbad genommen. Da ist die Julia und die Lissy, die wollte immer mit da rein in das Staubbad. Ne? Und die Julia, ja, die ist ja richtig zickig geworden. Ne? Da hat die Lissy auf den Kopf umhergepickt, ja. Und die ging aber nicht. Die blieb liegen. Ne? Ja, nun, und heute ist der Tag gekommen, ne? Wo ich sie alle zusammentun werde oder zusammenlassen werde. Erstmal gucken, ne? Abends mal in die Kiste reingeguckt, wo sie schlafen, die beiden.
Die waren eng aneinander gekuschelt, oben in so einen kleinen Nistkasten. Ja, erst habe ich sie gesucht. Ich sage, wo sind denn die denn? Ja. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann gebt mir einen Like oder besser sogar abonniert mich. Ja, und ich wünsche euch noch eine tolle Woche und sage mal, bis zum nächsten Mal. Ja, und jetzt gibt es wieder Mehlwürmer, ne? Das ist das der Bestechungswurm Nummer 1. Da haben die gar keine Scheu mehr, ne? Da vergessen die alles. Ja, ihr kriegt auch gleich, ne? Ihr Süßen. Mhm. Da, Mary. Ja? Hier, Flocke. Hier, komm. Ja, komm her. Hier, komm. Ja, komm. So, ich muss jetzt zu den anderen gehen.